Wir alle fragen uns gespannt, was im zweiten Türchen des Mario Milka Adventskalender ist. Und das werden wir heute herausfinden, hier im zweiten Türchen. Unten links ist der ganze Spaß. Jetzt muss ich nur wieder die Stelle finden, wo ich den ganzen Spaß hier aufdrücken kann. Ja, ist ja nicht ganz leicht immer. Und jetzt gucken wir mal, das sieht etwas größer. Oh, oh, da haben wir das erste Special Geschenk. Leute, guckt euch das mal an. Alter. Ist das... Warte, was ist denn das? Ist das ein... Warte, ich muss mir das gerade mal... Das könnte ein Magnet sein. Das müsste ich jetzt ausprobieren. Ist das Messer magnetisch? Oh ja, das ist ein Magnet. Ist ein Magnet. Ja, aber ich merke es, es zieht es ganz leicht an. Durchs Plastik durch geht es natürlich nicht so easy. Aber ihr seht schon, ist ein Magnet. Ja, habe ich gut herausgefunden hier mit meinem Messer, das hier einmal rumliegt. Voll geil. Hier einfach mal ein Mario-Magnet für einen Kühlschrank oder was weiß ich. Keine Ahnung, wofür ihr den verwenden wollt. Aber schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, ob bei euch die gleichen Sachen drin sind. Aber ich gehe mal davon aus, weil sonst müssten ja die Fächer hier auch größer und kleiner sein und so. Ja, aber geile Sache. Heute ein Mario-Magnet. Einen schönen 2. Dezember wünsche ich euch, Freunde. Herzlich willkommen zum zweiten Türchen des RIP-Kalenders. Wir starten in Welt 1, 2. Wie gesagt, nochmal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, jeden Tag um 6 Uhr morgens eine tolle Folge des RIP-Kalenders. Hier mit anschließendem, also nach dem Unboxing, ein anschließendes Level hier von Newer Summer Sun. Immer ein Level pro Tag, es gibt 23 Level und am 24. Tag wird es ein Best-of von mir dazu geben. Ja, ich wage mich mal wieder an die Best-ofs, wurde ja in letzter Zeit öfters mal gefragt, ob ich wieder mal ein Best-of machen kann. Ist zeitlich nicht immer ganz leicht, aber jetzt mache ich es wieder, Leute. Jetzt mache ich es wieder am 24. als Weihnachtsgeschenk, sozusagen. Oh, was ist das denn? Warte. Das ist ja very interesting, warte. Wie komme ich da hoch? Ah, so. Ah, ja. Ah, ja, ja. Aha, 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 aha. Ja, okay, wunderschön. Wir haben noch keine einzige Sternmünze bisher. Deshalb gebe ich einfach mal mein Best... Da ist ja die erste. Okay, ich spiele das übrigens auch, habe ich, glaube ich, im ersten Part nicht erwähnt. Schön aufgehübscht, also mit schön aufgehübschter Grafik. Im Dolphin Emulator. Und da ist die erste Sternmünze. Ja, im Dolphin Emulator spiele ich den ganzen Spaß hier, damit ihr hier geile Qualität habt. Ist ja eigentlich ein Wii-Spiel. Aber für euch lasse ich mich hier nicht lumpen und spiele das in schöner HD-Qualität. Also in Supidupi Ultra HD. Nee, also es ist jetzt nicht 4K. Aber... es ist auf jeden Fall HD und das Video gibt es natürlich in 2K, so wie man das von mir gewohnt ist. Ich hoffe, ich mache euch hier eine Freude. Ja, moin! Ich mache euch hier eine Freude mit diesem Kalender. Das wäre doch schon eine schöne Sache. Ja, wir haben schon mal unsere Feuerblume verloren. Das ist doch easy. Ja, sehr schön, würde ich behaupten. Und jetzt kommen wir hier bei der zweiten Sternmünze raus. Ja, bisher sind die Level noch nicht so herausfordernd, aber ich sollte den Tag nicht vor dem Abend loben. Denn ich glaube, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, wieso sieht es mir so aus, als wäre hier ein P-Switch? Ja, weil hier einer ist. Könnte da dran liegen. Captain Obvious am Start. Okay. Das ist ja nicht so geil gelaufen. Warte mal, nochmal eine... Oh, lol. Jetzt habe ich es verschissen. Hier wäre sicher ein Secret Exit gewesen. Ja, moin. Also wenn da mal kein Secret Exit gewesen wäre, weiß ich auch nicht. Da wäre auch sicher die dritte Sternmünze gewesen. Ja, reingeschissen, Leute. Und hier machen wir erstmal ein Race über die irgendwelche Klippen. Oh, warte mal, nee, da ist die dritte Sternmünze. Warte, was? Warte mal, wenn ich hier jetzt... Okay, hier kann ich runterfallen. Ich wollte schon sagen. Aber alles subi. Das war sogar zwingend erforderlich, um weiterzukommen. Okay. Alles klar. Und hier?
Okay, da wäre der andere Ausgang gewesen. Mal gucken. Was sind das für Stege da hinten? Die sehen ja aus wie Sprungbretter. Und auf einmal ist der Sand gekommen und hat den Pool ausgetrocknet. Genau so sieht das aus. Ich weiß nicht, was ich hier in das Level-Design reininterpretiere, aber mir ist langweilig. Ja. Und nee, da gab es tatsächlich keinen Secret Exit, sehe ich gerade. Den gibt es erst in 1.3. Also Freunde, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video zum Aufstehen gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin und warte. Natürlich, wer hätte es gedacht? Es fehlt ja noch etwas, Leute. Haha, easy. Klar, hier kommt ein Witz. Was ist der brutalste Sport der Welt? Fußball, da wird geköpft und geschossen. Ja, und damit entlasse ich euch in den heutigen Tag. Viel Spaß.